Hallo und herzlich willkommen hier bei Battlefield 3 wieder mit dem Joker und dem Mega-Hüpfer. Hi Leute. Es geht hier weiter. Wir hatten in dem letzten, in der letzten Mission haben wir eine wichtige Person, diesen El-Zaquir, exfiltriert. Und jetzt müssen wir anscheinend, soweit ich das verstanden habe, Informationen sichern. Ist es richtig so? Ich denke, wir sind jetzt hier in so einer privaten Security-Firma. Und anscheinend. Oh. Ich muss Okay, gut. Wow. Wow, huch. Blendgranate. Links kommen welche. Ja, ich geh mal hier hinter dem Schreibtisch in Deckung. Ja, Dito. Zu so clever, wenn wir das beide machen, oder? Oh, ich hab ne Claymore. Ja, die mit vier kannst du die legen. Haben sie ganz am Anfang auch gesagt. Ja, eine steht jetzt da im linken Gang. Wo kommt Wow, das? Ach, okay. von da. Wow, okay, also eigentlich. Nein, verdammt, ich bin gestochen worden. Boah, Was hat das denn, das. Granate? Ja. Kommst wieder? Okay, das ging jetzt irgendwie ein bisschen zu schnell für mich. Ehrlich gesagt, das ging jetzt sehr schnell los, kann das sein? Ja, das Oh. dachte ich auch gerade. Und irgendwie öffnet sich das Level immer weiter von. Wo kommen die Gegner? Von da. Immer diese zu kleinen Magazine. Ja, der Mega-Hüpfer, der setzt gerne Blei in die Luft. Ich fährst auch nur mit bleihaltigen Autos, ne? Bleihaltiges Benzin. Ja, Elektroauto ist noch zu teuer. Ja, das stimmt. Und beziehungsweise man kommt noch nicht weit genug mit einer vollen Ladung. Das ist ein bisschen blöd, ja. Aber das ist wirklich eine Sache der Zukunft, finde ich. Also das Auto, das ich mir mal zulegen werde, wenn ich mir dann mal eins zulegen werde, ich komme nach, wird ein Elektroauto sein. Wir rennen durch, wir rennen durch. Okay. Ja, dann können wir von der Seite nicht. Boah, okay, es hat nicht funktioniert. Ich liege, aber ich Ja, liege in ja. Deckung. Ich kümmere mich drum. Gib mir ein paar Sekunden. Ach, komm schon. Wunderbar, prima. Hier ist gerade. Super, vielen Dank. Ich bleib in Wo? Deckung Von erstmal wo? liegen. Ach, direkt von gegenüber. Ja, deswegen dachte ich, wir rennen durch, dann können die uns nämlich nicht weiter unter Beschuss nehmen. Ja, ich renne in den Nebenraum. Ja, Und ich da? auch. Okay, ich gehe in Deckung hinter den. Ja, kannst du ja erstmal aufmunitionieren. Weil ich sehe hier gerade keinen Gegner. Okay, ich frag mich jetzt eine andere Waffe. Naja, hier ist die ziemlich gut, die Waffe. Welche hast denn du, die MP7? Nee, ich habe immer noch die alte. Immer noch das, was ich von Anfang an hatte. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, ab hier runter. Okay, gut, weiter geht's. Okay, ich sehe manchmal gar nicht vorher von wo. Ah, da. Nee, doch nicht. Oh. So, dann? Nö, nö. Noch alles gut. Wo ist der? Da. Ah. Ich habe das G3 freigeschaltet. Die ist cool. Ja, aber ich glaube, die hat zu wenig Munition. Ja, aber die schießt auch nicht so schnell wie die MP7. Ich gehe links an der Front vorbei. An der Glasfront. Ja, Typ ist down da. Links Gehen der hier. ist auch down. Geh hier in den Raum rechts. Okay. Ist frei. Oben ist einer auf der Galerie, sind welche? Ah, das ist in Deckung gegangen. Und links ist auch noch einer. Habt den? Ach, der lebt noch. Okay, gut. Hab ihn. Danke. Ich war gerade damit beschäftigt, Hab den Waffe zu anderen Typen. wechseln. Ja, Okay. hier oben ist frei. Ja, ich komme zu dir. So, da ist das MG. Oh Oh. ja, auch jetzt mit Visier, perfekt. Okay, warte mal. Ich rechts, du links? Ja? Ja, meinetwegen. Okay, gut. Die Garage ist unser Ziel. Erstmal aufmunitionieren. Schließe dich deinem Teamkameraden an. Okay, also ich löse jetzt diese Tür aus und dann wird ja sofort etwas passieren. Aber erstmal versuche ich diese, jetzt funktioniert's, die DAO aufzunehmen. Oh, die hat nur 8 Munition. Egal. Ja, geh doch eben zur Munitionskiste. Ja, warte. Ja, die Tür ist blockiert.
Wo sind die Gegner? Okay, die DAO lässt sich nicht aufmunitionieren. Wow, ich habe ihn getroffen, okay. Okay, das Ding ist sehr effektiv. Aber man kann nicht auf lange Distanz gut schießen. Ja, es ist eine Schrotflinte. Funktioniert das nicht viel? Muss nachladen? Ja, ich... Wie ich hier auch immer getroffen habe. Da ist eine Granate, Vorsicht. Ich muss eigentlich mal einen Typen erwischen, wenn er gerade seine Granate werfen will. Das ist sicher lustig. Boah, ich sehe den nicht. Aber ich hab ihn. Komm her, wo bist du? Ich muss sagen, es ist ein bisschen dunkel. Aber ich werde jetzt die Licht, die Bildschirmhelligkeit ganz sicher nicht hochdrehen. Da, und rechts. Da. Ah, links meinte ich. Hinter mir? Ach, was, du warst nee, war das. Ich hinter dir. Ich war das. Ja, ich wurde abgeschossen wahrscheinlich. Ach so, das war ich. Okay, ja, ja. Ich hab nur auf, eigentlich nur auf deine... Pass auf, der steht da noch. Der steht da noch. Hol ihn dir. Der rennt weg. Warum rennt der weg? Hab ihn. Komisch. Ja, der hat aber keinen Bock auf dich. Ja, ja, der hat keinen Bock auf mich. Naja, ich lade mal kurz die DAO nach. Ja, ja, tu das. Okay, weiter geht's. Runter. Na, weil es ist ja, wenn ich jetzt die Bildschirmhelligkeit hochdrehen würde, wäre es ja langweilig, glaube ich. Okay, du hast ja die Taschenlampe. Ja. Ja, bei der DAO nicht, glaube ich. Okay, in Ordnung. Also, 3, 2, 1, los geht's. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Okay, die zählen selber an. Ja, ich wurde gemessert, hä? Okay, warte, ich komm zu dir. Da stand einer. Da stand ja, einer direkt hinter der Tür. Nächstes Mal stand er bei mir. The fuck? Aber ich hab deine Chancen direkt. Okay, danke. Ich hier runter. Obwohl, so, ja, machen wir wirklich, machen wir wirklich... Oh. Ja, wenn du da unten klarkommst. Ja, ja. Gerade geht so, aber... Ja, ich komm klar. Wow. Okay, doch, ich komm klar. Räum mal oben leer. Oder räum mal erstmal, am besten räumst du erst oben leer, oder? Ich versuche die hier unten ein bisschen auf mich zu lenken. Ja, hier oben ist gerade gar nichts. Echt? Sehr gut. Ja, dann... Okay, dann schieß sie von oben. Aber hier gegenüber ist halt noch was. Ich kann aber leider nicht die Seite wechseln. Da komme ich nicht hin, da müssen wir hinschießen. Ja. Ich muss kurz nachladen. Ja, ich gucke, wo sie sind. Ich halte den Typ... Ah, verdammt, es funktioniert nicht. Der Typ rechts oben ist da. Ja, sehr gut. Okay, ich trau mich mal weiter rein. Kannst du abdecken? Da unten ist direkt... Ich sehe den nicht. Okay. Ach, da. Ich hab den Typ, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er tot ist. Hinten ist noch einer, den habe ich getroffen, aber der ist, glaube ich, nicht tot. Nein, er war nicht tot. Ich gehe in Deckung, ich muss nachladen. Ah, da ist ja noch einer. Ja, nichts mit entspannter Folge, ne? Och. Es gibt doch nichts Entspannenderes, als ein paar Kugeln unter die Leute zu bringen. Ja, ja, wunderbar, Blei in der Luft. Also Leute, bitte versteht uns hier nicht falsch. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es ein Spiel ist. Und wir sind uns auch durchaus bewusst, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Aber Menschen sind halt auch Raubtiere und es macht irgendwie doch Spaß. Aber ich finde, man sollte das immer mit dem nötigen Respekt auch betrachten. Okay, ich gehe rechts rum wieder. Ja. Den nötigen Respekt auch dem, Was ist das? Ah, die IK. Sehr gut, danke. Kann sein, dass links noch einer ist. Ja, ich gucke. Geh eben nachgucken. Ich auch. Wow, ich wurde von irgendwo anders beschossen. Ja, von links nicht. Nee, von geradeaus. Wow. Ja, ich schmeiß die Hände weggeschossen. Okay. Ach, der steht da im Konferenzraum, hab ich. Ja, die schießen die Wände einfach kaputt. Okay, gut. Wunderbar, weiter geht's. Okay. Das sieht ja schon ganz nett hier aus. Das ist eine Granate, Vorsicht. Ja, ja, hab den einen Typen. Ich werf selber mal eine Granate. Ja, hab keinen getroffen, aber... Hier wird's Zeit für das MG. Ja, das ist keine schlechte Idee. Leg dich doch einfach hin. Obwohl, dann bist du besser gedeckt, oder?
Dann bin ich eher viel zu leicht abzuschießen. Oh, wieder in Deckung. Leg dich hin für den Sniper. Ah, hier gibt's ja keine Sniper. Glaubst du? Ja, wer würde denn hier mit Sniper, außer dir vielleicht? Hier ist einer. Hab ihn. Ja gut. Okay, Musik hat nachgelassen, also haben sie ein bisschen wahrscheinlich. Ja komm, dann lass mal weitergehen. Ja. Also wie gesagt, wir haben zwar unseren Spaß daran, aber wir wissen auch ganz klar, dass das eigentlich nicht in Ordnung so ist. Ich meine, leider ist Krieg ja Teil der Menschheitsgeschichte gewesen. Menschen sind leider so. Und wir sind halt auch irgendwie alle, wir sind schließlich auch Männer. So ein bisschen die Action-Junkies. Ah, der lebt ja noch. Okay, er hat's überlebt. Alle also noch. Ja, ein dickeres Magazin ist irgendwie doch praktischer. Ja, das... Hab den Typ. Sehr gut. Wird ihm Handy gegeben. Was ist das denn hier? Oh, teure Autos. Was ist das denn für einer? Mal gucken, ob es hier Schleichwerbung gibt. Ja? Schleichwerbung, glaube ich. Erkennst du? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein, ist ein Audi. Ist ein Audi, ist aber nicht... Oh, das ist doch ein Audi, ne? Da könnte doch ein Ford sein. Ich glaube, es ist ein Audi. Ja. 2,6 TDI. Ja, Turbodiesel. Wird wohl ein Audi sein, ne? Na egal. Genug hiervon und weiter geht's. Und ja, genau. Dann komm mal weiter. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ringe sind frei. Ja. Das, also noch. Kurz nachladen. Okay, Munitionskiste klingt eigentlich immer scheiße, weil das bedeutet nämlich, dass man die Munition irgendwann wieder braucht in nächster Zeit. Bist du da? Ja. Ja. Ich mach auf. Ja. Wow. Das war's, das waren nur ein paar. Ich setz mich an Steuer. Okay, ich komm zu dir. Cool. Hau rein. Wo lang? Weiß ich nicht. Wo lang? Wo das Blaue ist, da steht Garage. Okay. Nein, ist nach links. Nach rechts. Ja. Wow. Ich seh nix. Wo sind die? Ich halt einfach rechts, rechts. Ich seh nix. Es ist total dunkel. Wow. Oh, die Musik, die ist ja... Oh Gott. Die Musik ist grausig. Ja, aber für Musikwechsel habe ich keine Zeit. Was in der Situation? Ich habe gerade gar nichts getroffen. Ja, fahr einfach mitten durch. Ich sagte, sehr gut. Es gibt keine Handbremse. Oh Mann, du siehst ganz schön... Oh. Wow. Ja, voll. Wir haben es geschafft. Wow, okay, gut. Das war jetzt cool. Prima, wunderbar, Leute. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Wir haben die Infos beschafft. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter wieder. Und ja, dann schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt, nicht wahr? Ich bin gespannt. Dann auf Wiedersehen, Leute.